Herzlich willkommen zu The Beast Inside. Ich wünsche dir bei dem Video viel Spaß. Hier an. Warte, aber guck den dabei an. So, warte, warte. Jetzt. Ja, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dass du hier so eine Faxen machst. So. Das war doch wieder die Nonne. Mach mal auf. Komm. Poor soul. Wer? He spent most of his life here, and after death, he's still the inn's janitor. But now for eternity. And the guests, from what I can see, are sure to cause trouble. Oh, mach doch mal hier diesen Besen weg, der stört. Und jetzt mach mal hier auf. Komm, ich will das Petroleum haben. Nicht zumachen, aufmachen. Aufmachen. Na, aufmachen. Die Steuerung ist manchmal verwirrend. Ach, da liegt der. Ich habe schon gedacht, woher weiß der, dass der tot ist, der Portier? Okay, ich habe den noch nicht gesehen, dass der da auf dem Tisch liegt. Der hebt jetzt bestimmt gleich den Kopf hoch und erschreckt uns. Mal hier wieder zu. Da, genau. Jetzt gucken wir hier noch rein. Da ist aber nichts. Hier sind noch Streichhölzer. Mach auf. Da ist nichts drin, da ist auch nichts drin. Jetzt geh, aber geh da langsam hin. Pass auf, das ist bestimmt der Typ, den wir da gerade gesehen haben. Ach, hier an. Warte, aber guck den dabei an. So, warte, warte. Jetzt. Warte mal, bevor wir zu dem hingehen, gehen wir hier noch gucken, ob hier noch irgendwas ist. Da ist nichts. Hä? Warum ist denn der Schrank jetzt kaputt? Ah, okay. Ja, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dass du hier so eine Faxen machst. So. Notizen des Portiers. Der arme Kerl tut mir leid. Er griff zur Flasche, um nicht den Verstand zu verlieren. Ich habe Angst, wie er zu enden, wenn diese Geister mich nicht in Ruhe lassen sollten. Mr. Jacob ermahnt mich ständig, ich soll die Finger von der Flasche lassen. Er sagt, ich werde Gespenster sehen, doch ich schwöre, ich bin vollkommen bei Sinn. Ich trinke, weil ich Angst habe. Etwas schleicht in diesen Wäldern umher. Aus den Bäumen hallt unmenschliches Geschrei hervor und aus den Tiefen der Höhlen erklingt Geheul. Ich habe die Kratzspuren in der Rinde der Bäume mit eigenen Augen gesehen. Mr. Jacob sagt, ich sei ein Trunkenbold und solle mich beruhigen, bevor ich die Gäste verschrecke. Vielleicht haben sie allen Grund dazu, Angst zu haben. Wie viele Menschen sind bereits in den Wald gegangen, ohne je zurückzukehren? Gott, steh mir bei. Da ist das Geheul wieder. Ich brauche etwas Starkes oder ich werde heute Abend nicht zur Ruhe kommen. Ja, hat er sich jetzt tot getrunken oder scheint ja dann sein Abschiedsbrief zu sein, dass er selbst jetzt dafür verantwortlich ist, was hier passiert ist. Hier haben wir jedenfalls den Schlüssel. Der Schlüsselbund gewährt Zugang zum Zimmer 106 und zum Korridor, der zum zweiten Flügel des Gasthofes führt. Gut. Ja, mal gut, dass wir hier stehen und nicht dort gestanden haben.
Der Portier ist tot. Es sieht aus, als hätte er sich zu Tode getrunken. Er tut mir leid. Ich erinnere mich noch an die alten Zeiten, als ich noch ein Junge war und er gerade begonnen hatte, im Gasthof meines Vaters zu arbeiten. Mir bleibt jedoch keine Zeit für Nostalgie. Ich muss die Schlüssel zum Empfangsbereich finden und mir das Gästebuch anschauen zu können. Gut, gut. Hier ist sonst nichts weiter. Oh, Petroleum nachfüllen. Oh nein, jetzt kommen wir hier wieder nicht raus. Warte mal, kommen wir hier hoch? Oh oh. Ah, ich sehe schon, hier draußen ist eine Leiter, aber wir können hier die Fenster. War da gerade irgendwas? Hast du irgendwas gemacht, Maria? Ja. Ah, hier können wir die Fenster öffnen, okay. Ah, komm, mach die doch mal richtig auf. Langsam, mit Gefühl, mit Gefühl. Gut. Ja, mit Gefühl. Ja. Gott, was für ein Wetter. Gut, jetzt müssen wir hier rüber. Ach, komm. Geh jetzt einfach hier rein und mach die Fenster wieder zu. Ich sehe das schon kommen, sonst steht gleich hinter uns jemand. Genau. Okay, dieses, der Schlüssel schließt das anscheinend nicht auf. Muss aber, sonst kommen wir ja nirgendwo lang. Was ist denn hier? Ach, da ist ein Schlüssel. Okay, warte, den nehmen wir. Schlüssel für Flügel A gewährt Zugang zum Flügel A des Gasthofs. Das war doch wieder die Nonne! Ist das ein Ghost? Oder did I completely lose my mind? Habt ihr auch gesehen? Aber ich bin mir nicht sicher, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen für dich ist, mein Freund. Do not open. Warum nicht? Was ist da? Oh mein Gott. Komm, mach mal hier erstmal wieder zu. Wir hatten hier die Gardinen runtergerissen. Ja. Do not open ist ja schön, wir müssen aber open. Notiz mit Passwort. Es scheint, als hätte der Portier ein ernstes Problem mit einem der Gäste gehabt. Dieser verdammte Irre hat versucht, mich in die Luft zu jagen. Ich konnte ihn überwältigen und in eines der Zimmer sperren. Möge Gott mit allen sein, die Flügel B betreten müssen. Die Kombination für das Vorhängeschloss ist Angel. Machen wir mal, geben wir mal ein. Es ist offen.
Aha. Die Musik verkündet uns schon etwas. Nichts Gutes. Wir sind jetzt hier. Natürlich müssen wir jetzt wieder kriechen, damit uns wieder alles hier im Spiel erschrecken kann, was uns erschrecken will. Psst. Ach, keine Geräusche. Vielleicht sieht uns dann keiner. Geh wieder hoch. Dann fühle ich mich wohler, wenn du größer bist. Ich bin angespannt, Leute. Da ist irgendwas. Da sind wieder so Fliegen. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Müssen das jetzt hier hinschieben. Ja. Was ist das? Wer ist das? Oh mein Gott, ich will nicht wissen. Ich will nicht. No, ich will nicht. This must be what that disturbed janitor was writing about. It's like he died a long time ago. Darum also auch diese Fliegen. Als wäre dieser Ort nicht schon gespenstisch genug. Ich bin auf den verstümmelten Leichnam eines Soldaten gestoßen. Der Uniform nach zu urteilen, war er in der Armee der Nordstaaten. Ich kann erkennen, dass ihm ein scharfer Gegenstand in den Leib gerammt wurde. Können wir den nehmen? Nee. Aber das Blut sieht noch total frisch aus. Hier ist abgeschlossen, okay. Hier ist noch ein Brief. Brief eines Soldaten. Jesus, dieser Irre hat nicht nur die Uniform eines Soldaten der Nordstaaten gestohlen und drei unschuldige Menschen umgebracht. Er plant auch, den Präsidenten zu ermorden. John, alles ist nach Plan verlaufen. Ja, mein geliebter Bruder, wir stehen kurz vor der Vollendung unseres Meisterwerks. Es ist mir gelungen, eine Janky-Uniform zu beschaffen und mich bis in die nördlichen Ausläufe von Massachusetts durchzuschlagen. Auf dem Weg habe ich dafür gesorgt, dass drei Verräter unseres geliebten Landes ein gerechtes Schicksal ereilt. Diese verdammten Söhne und Freunde, die unsere Flagge bespuckt haben. Natürlich sagt man dieses Wort nicht. Ich muss jedoch in den hiesigen Wäldern die Orientierung verloren haben, denn anstatt Lowell zu erreichen, bin ich in einem Provinznest gelandet. Der Allmächtige hat mich jedoch zu einem verlassenen Gasthof geführt, in dem ich nun die letzte Vorbereitung treffe und meine Gebete gen Himmel schicke. Du weißt, was dies bedeutet? Ja, Gott ist auf unserer Seite, Bruder. Auch er kann es kaum erwarten, dass unsere Arbeit endlich Früchte trägt. Die Tage von Abraham Lincoln und seinen verfluchten Gefolgsleuten sind gezählt. Ich hoffe, du hast Montreal unversehrt erreicht. Ich vertraue darauf, dass Gott auch auf deinem Weg über dich gewacht hat, wie er über mich gewacht hat. Gott schütze die Konföderation, Gott schütze Jefferson Davis. James V. Ward. The Union uniform was just a disguise. It's all getting more and more mysterious. Ich habe einen Brief in Zimmer 206 gefunden, den anscheinend der Soldat zurückgelassen hat. Er war in Wahrheit ein Südstaatler,
der eine Uniform von Leichnam eines Feindes gestohlen hat. Er erwähnte einen Plan, Präsident Lincoln zu töten. Ich freue mich nun noch mehr, dass er bereits tot ist. Ich fürchte, ich werde nie erfahren, wer ihn getötet hat und ob sein Mörder auch vorhat, mir etwas anzutun. Ja. Vielleicht tut er ja uns auch was an, wenn er jetzt gleich wieder hinter uns hier aufsteht. Hier ist nichts. Ach, komm, greif richtig. Warte mal. Ich mach hier mal richtig zu, damit wir hier richtig greifen können. So. Hier haben wir wieder Petroleum. Okay. Sonst ist hier nichts. Ja, haben wir noch ein paar Streichhölzer. Oh Mann, oh Mann. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist wieder hier. Hier sind wieder so eine Dinger, so eine Blutwurzeln. Naja, dann müssen wir die jetzt wohl durchtrennen. Damn roots again. They seem too tough for me just to break them. I can't deal with it with my bare hands. I need some kind of sharp tool. Ich hab dir doch gesagt, nimm diese verdammte Säge mit. Aber nein, du hast nicht auf mich gehört. Jetzt müssen wir erst wieder Dinge suchen gehen. Mann. Oh. Ich hab's geahnt. Der Typ ist weg. Leute. Die Petroleumlampe ist leer. So. What? But he couldn't just get up and walk away. Let me go. Help! Help! I will relieve you of your life, you Yankee bastard. You can't stop the assassination! Lincoln must pay for his lies! Sehr lecker. Aber wir haben jetzt ein scharfes Werkzeug. Gartenschere. Eine Gartenschere, deren Klinge verrostet sind. Auch wenn der Zahn der Zeit an ihr genagt hat, können sie sich noch als nützlich erweisen. Ich habe einen Brief. Ja? Das haben wir doch schon gelesen. Ja, das haben wir schon gelesen. Die Nachricht. So, dann können wir jetzt hier das Dingens aufschnibbeln. Komm, nee, greif das. Hier noch. Hier noch irgendwo eins? Nee, da können wir jetzt hier raus. Okay. Wollte der hier gerade den Schrank auf uns raufschmeißen, oder was? Okay, wir müssen wo hier lang? Sieh dich in Georgs oder George Büro um. Da ist das Büro, Zimmer 301. Guck aber hier auch noch.
Die Tür ist verschlossen. Okay. Nein, 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 nein. Nein, ich hab's geahnt. So, wir machen aber auch die Tür wieder zu hinter uns, bitte. Da atmet wieder jemand. So, was haben wir jetzt hier? You are supposed to check every possibility, Norton. You're a judge, and you should know how to bend the law without breaking it. The contract states you can both hand over your shares without each other's consent. I'm sorry, George, but you signed it yourself. I never thought that bastard would try to outwit me, and that his demented spawn would sneak into the mine. What do you expect? The brat cannot inherit. We have to persuade that old fart somehow, or we'll end up with nothing! Did that really happen? Did they plot against my father and me? Entweder das, oder er bildet sich das wirklich ein, dass er halt im Allen und jedem eine Gefahr sieht. Als Mr. Hyde. Haben wir hier irgendwas? Nein. Gucken, was wir hier gleich finden. Hier wird doch jetzt bestimmt irgendwas sein bei dem Schreibtisch. Das ist nichts Wichtiges, okay. Da ist nichts drin. Hier auch nicht. Hier ist nichts. Aber hier haben wir was. Ein paar Schlüssel gewähren Zugang zum Empfangsbereich und zu den Zimmern 107 und 208. All I have to do is go back to the reception desk and find Gilman in the guest registry. Ich habe erneut die Stimmen gehört. All ihre Worte, sie waren so deutlich zu vernehmen, wie sie grausam waren. Auch Richter Northam hatte kein reines Gewissen. Er und Georg hatten sich gegen meinen Vater verschworen, mit dem Ziel, ihm die Mine zu entreißen. Ist dies der Grund, warum Richter Northam sterben musste? Hat ihn mein Vater? Verdammt, die Vergangenheit scheint schlimmer gewesen zu sein, als ich es mir je hätte vorstellen können. Ich schätze, Unwissenheit ist tatsächlich ein Segen. Ich konnte den Schlüssel zum Empfangsbereich in Georgs Büro finden. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, in welchem Zimmer der Detective wohnte. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass ich bis ich da angekommen bin, bei diesem Zimmer noch 10.000 Mal mich erschrecke. Weil hier noch irgendwas kommt. Da ist erstmal was drin. Aber hier nicht. Was haben wir hier? Brief über eine vermisste Person. Der Beschreibung nach zu urteilen, handelt es sich bei Henry um einen typischen Melancholiker. Es wäre jedoch unklug, daraus voreilige Schlüsse zu ziehen. Es muss sich hierbei nicht um einen Selbstmord handeln. Viel zu viele Menschen sind in dieser Gegend bereits verschwunden und nicht alle von ihnen waren von äußerst sensibler Natur. Mr. Hyde. Ich habe Ihnen bereits viele Male geschrieben, jedoch nie eine Antwort von Ihnen erhalten, weshalb ich Sie erneut fragen möchte. Erinnern Sie sich wirklich nicht an meinen Bruder Henry, der vor 2 Monaten in Ihrem Etablissement zu Gast war?
Er ist 31 Jahre alt, groß gewachsen, schlank und trägt eine Brille. Er besuchte ihren Gasthof, da er sich dort nach einem kürzlichen Zusammenbruch etwas Ruhe und Frieden erhoffte. Er ist ein vielversprechender junger Künstler, der die Landschaftsmalerei frönt. Die friedvolle Atmosphäre der Region hat ihn seit jeher in Verzückung versetzt. Er sagte mir, die Energie der Berge und Wälder dort fände Widerhall in seiner Seele. Wie ich bereits in meinen vorherigen Briefen erwähnte, kehrte mein Bruder nie nach Hause zurück. Blackstone ist der letzte Ort, an dem er lebend gesehen wurde. Ich kann die Möglichkeit nicht ausschließen, dass er sich das Leben genommen haben könnte, da es von Leid und Schmerz geprägt war, habe jedoch die Hoffnung nicht aufgegeben, dass dies nicht der Fall ist. Selbst das kleinste Detail könnte mir dabei helfen, das Rätsel um sein Verschwinden zu lösen. Hochachtungsvoll, Anthony Wilcox. Ja. Hier haben wir noch ein paar Streichhölzer. Hier ist auch noch was. Das nehmen wir noch mit. Hier ist noch ein Zettel. Erster Zeitungsausschnitt. Ein Zeitungsausschnitt. Mittwoch, 13. September 1854. Der Sheriff von Blackstone, New Hampshire, hat am Montag, dem 2. September, einen Haftbefehl gegen Jacob Hyde, den Eigentümer einer Mine und eines Gasthofs, erlassen. Hyde wird zur Last gelegt, Richter John Northam ermordet zu haben, der mit schweren Verletzungen im Gasthof vorgefunden wurde, wo er kurze Zeit später verstarb. Zusätzlich wurde eine Belohnung von $500 ausgesetzt. Also war das doch der Vater von Niklas? Vielleicht, oh, ich befürchte schon langsam, dass es Niklas war. Oh. Ansonsten haben wir jetzt hier nichts mehr. Gut. Bist du jetzt wahnsinnig? Nein! Was? Nicht schon wieder sowas, bitte. Entschuldigung. Hat dir dieses Video gefallen? Dann unterstütze doch mich und meinen Kanal und hinterlasse ein Abo und drück auf die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen.